Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem wöchentlichen Reset. Der Episode Echos. Die Triumphmomente Bungie-Prämien enden bald. Ja, da müsst ihr halt eben dann noch einige Sachen, vielleicht, wenn ihr Bock habt, noch im Shop holen, da im Originalshop. Aber das ist dahingestellt. Dann wurde heute ein Patch aufgespielt, und zwar 8.0.0.5. Was da genau gepatcht wurde, kann ich euch auch gar nicht sagen. Das wird irgendwann anders kommen, jetzt nicht. Und ja, mal schauen, wie es hier weitergeht. Doppelte Dämmerungsprämien diese Woche einmal. Ja, da könnt ihr immer schön in die Dämmerung reingehen. Dann haben wir hier Forward Booster auch noch zusätzlich aktiv. Also das heißt, Forward allgemein viel spielen, Dämmerung viel spielen. Da gibt es einen ordentlichen Boost bei Zavala für den Rang und auch so. Dann haben wir Dämmerung Spitzenreiter, der aktiv ist diese Woche. Ja, kam jetzt da rein. Das heißt, starke Herausforderung für jemanden, der auch mal sich richtig ärgern will, ist hier Spitzenreiter-Dämmerung. Aber muss ich auch irgendwie noch spielen, weil das hängt bestimmt wieder mit irgendwelchen saisonalen Herausforderungen zusammen. Mal gucken, was da kommt. Und dann Rand der Erlösung, Herausforderungen und Großmeister verfügbar. Ah, okay, der Raid bekommt jetzt Herausforderungen und Großmeister auch dabei diese Woche. Interessant, auf jeden Fall einiges dabei. Und da steht noch unten der Wettkampfmodus für den Raid. Rand der Erlösung ist in den ersten 48 Stunden verfügbar. Ah, okay. Also jetzt müssen jetzt viele wieder rein. Dann Erwersung-Update, Flashback-Song der Ankunft. Wir entpacken in einem begrenzten Zeitraum Gegenstände vom Season Pass im Everversum. Okay, interessant. Und dann war es das jetzt ja auch schon. So, wir gehen direkt auf den Turm, gucken nach, was da noch so rumfliegt und so. Dann gucken wir es uns noch in Ruhe an, was diese Woche noch alles resettet wurde. Wie gesagt, jetzt geht's wieder los für mich. Spitzenreiterrüstung holen oder Waffen holen. Also jetzt muss ich auf jeden Fall wieder Spitzenloot holen. Dann hier gut ausgeruht, ist auch wieder aktiv. Der EP-Gewinn ist diese Woche für die ersten 5 Season-Ränge verdoppelt. Das heißt, das sollte man jede Woche auf jeden Fall wegziehen, damit ihr halt den EP-Boost mitnehmt. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Aktuell wiegt, wie gesagt, 1192er Power-Level plus 11er Bonus. Leider habe ich nicht so viel Glück gehabt. Mir fehlen noch Handschuhe, die höher sind. Und mir fehlt noch hier einiges andere. Leider kam mir nicht das gedroppt, was ich brauchte. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ist da so. Das kennen wir ja von Bungie, dass man nicht immer das kriegt, was man braucht, sondern immer das Gegenteil. Und sonst gibt es diese Woche, wie gesagt, allgemein eh noch viel zu spielen. Wie gesagt, ich habe auch noch so viele Quests offen, die ich machen muss. Ich habe noch sehr viel offen, sagen wir es mal so. Zudem hatte ich noch immer heute Morgen Arena Inflationsprogramm, nee, Infiltrationsprogramm gespielt. Und da habe ich auch noch was abgeschlossen, und zwar das hier. Ich werde es mal kurz einlösen. Da gibt es nicht Loot. Hier. Größtmögliche Extraktion. Erreiche eine Platin-Punktzahl, nachdem du beide Begegnungen in einem einzigen Durchlauf von der Aktivität Infiltrationsprogramm abgeschlossen hast. Das habe ich irgendwie hingekriegt. Wie, warum, weshalb, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall fertig. Das ist schon mal wichtig. Dann, wie gesagt, Woche 4 Herausforderung. Hier einmal kratze an der Oberfläche 3, schieße Teil 3 des ersten Akts von Anschwellender Chor ab. Das werde ich dann aber morgen immer machen. Infiltriere die Sterne, schließe die Arena-Aktivität der Episode Echos namens Inflationsprogramm auf der Schwierigkeitsstufe Experte ab. Ja, habe ich eigentlich schon abgeschlossen, zählt aber wohl irgendwie nicht. Echo-Herausforderer, erster Akt, schieße alle wöchentlichen Herausforderungen ab. Mann, aus dem ersten Akt ab, so 16 von 10, 10 habe ich schon, okay. Spitzenreiter, schieße den einen beliebigen Dämmerungsstrike auf der Schwierigkeitsstufe Spitzenreiter ab. Dann Forschung und Entwicklung 3, schieße die Forschungsquest für die Probe mit der ID NES 003 ab. Das hat aber alles, wie gesagt, mit der Story diese Woche zu tun. Aggressive Rückerkundung 2, schieße Face-Saves, wöchentliche Helm-Herausforderungen ab. Dann Expertensektor, schieße einen verlorenen Sektor auf der Schwierigkeitsstufe Experte oder höher ab. Das könnt ihr auch übrigens zu dritt machen, das ist dann egal. Geht einfach rein, macht's fertig. Dann Funkenverteidiger, erziele Punkte im Rift, erzünde das Rift, um Bonusfortschritt zu halten. Also jetzt aktuell Rift ist aktiv, im Schmelzige müsst ihr halt auch rein. Ja, so sieht es nämlich aus. Wie gesagt, die Herausforderung, die ich hier noch abgeschlossen habe, werde ich mit einem bei einem Teammate abgeben, damit ich geteilte Weisheit aktiv habe, damit ich mehr EP kriege. Dazu muss ich gerade sagen, in meinem Zimmer sind es irgendwie gefühlte 1000 Grad wegen der Wärme gerade. Also ich kann mich null konzentrieren gerade, sorry dafür. Richtig anstrengend gerade. Achso, warte mal, genau. Da hier bei Raoul muss ich auch noch kurz was abgeben. Da habe ich auch noch zwei Sachen gekriegt. Hallo Hüter, willkommen. So, einmal das in Gramm hier. Und dann hier einmal ein Primus in Gramm. Damit levelt ihr halt auch, wie gesagt, hier einmal Raoul, ja, da gibt es auch immer gute Sachen. Bin ich schon bald bei Rang 17. Bei den anderen beiden Charakteren von mir, beim Jäger und Titan, habe ich auch noch genug Engramme, die ich da reinhauen kann. Dann ist Raoul auch schon mal wieder fertig gelevelt. So, da habe ich 92er, das ist schon mal gar nicht schlecht. 67er, Belastbarkeit erhöht, Karnsteinarmbinden, gar nicht schlechte Werte. Die muss ich wohl behalten, leider. Ja, die muss ich wohl behalten. So, mal kurz überlegen, was ich hier infundiere. Ich infundiere das, glaube ich, mal eben. Ah nein, nicht das, so.
Ja, ich kann informieren, wie ich lustig bin, weil Upgrade-Module kann ich mir en masse kaufen. Ich habe genug Material auf der hohen Kante, kein Problem. So, das lassen wir mal eben so, wie es ist. So, genau, das kommt noch hin dazu. So, im Eververse haben wir bestimmt auch neue Sachen, wie gesagt, da immer wieder gucken, ob man da was Gutes kaufen kann. Hier Flashback, alles alte Sachen, die ich eh schon habe. Im Besitz, das habe ich hier schon alles. Das sind alte Season-Sachen. Wenn man das natürlich noch nicht gespielt hatte, kann man sich natürlich gucken, ausgucken, ob man da was gebrauchen kann. So. Dann haben wir hier einmal Kopfschmerzen durch zu viel Denken, Geste für 400 Glanzstaub einmal. Ja, langweilig. Dann hier einmal wagemutige Nachforschungsrobe für 1200 Glanzstaub. Ich finde die Sets aktuell aber eher hässlich als irgendwas anderes. Diese Sets gibt es auch gleichzeitig beim Jäger und beim Titan, aber ich kaufe mir die nicht, weil die halt nicht schön aussehen. So, ungesponnenes Schicksal, Teleporteffekt, 450 an Glanzstaubkosten hier. Ist auch nicht ganz so geil. Dann hier einmal ganz in Flammen Shader, 300 Glanzstaub an Kosten. Oh, guck mal. Oh, das wird gekauft. Oh ja, guter Shader. Das wird gekauft. Das passt zu meinem Warlock. Auf jeden Fall. Das wird mitgenommen. Dann zeitgesegnet Shader für 300 Glanzstaub hier einmal. Oh, ja. Billig als irgendwas anderes. Dann, wie gesagt, saisonale Sachen gibt es natürlich auch zu kaufen. Wenn ihr Bock habt, müsst ihr alles nochmal durchgucken. Wie gesagt, das Hoverboard, ne? Das, was ich die ganze Zeit fahre, das gibt es hier leider nur für Silber zu kaufen. Also für echt Geld. Ich weiß gar nicht, wo ist das überhaupt jetzt hin? Das hier. Ein anderes gibt es, glaube ich, gerade nicht. Kostet halt 12 Euro umgerechnet, ne? Aber keine, wenn man es noch nicht hat, ist zwar ärgerlich, aber sonst wartet, bis irgendein Event kommt, wo man das Hoverboard vielleicht wieder erspielen kann. Aktuell gibt es leider nicht sonst. Aber wie gesagt, das ist halt extravagant. Feuern und Beteuern, hier Geste für 3250 Glanzstaub an Kosten. So, das finde ich eigentlich ganz lustig, kostet recht viel Glanzstaub. Dann Krabbenkur, ist richtig, 700 Glanzstaub an Kosten. Suchst du nach etwas Besonderem? Ja, gut. Die Verkrabbung holt uns alle ein. Na, geht so. Dann hier einmal RS Prometheus Schiff für 2000 Glanzstaub an Kosten. Ja, cool. Space Shuttle. Kann man sich überlegen, hat irgendwie einen gewissen Reiz, sagen wir es mal so. Dann terranischer Beiwagen Transportmittel für 2500 Glanzstaub. Komm, lade bitte. Lade bitte. Bitte lade. Nein, geht nicht. Oh, wie ich sowas hasse. So, ROV-Hülle, Geisthülle für 2850 Glanzstaub. Ja, auch langweilig. Dann hier einmal ein Schuss der Raumzeit. Waffenmoment für Leviathan-Hauch hier einmal für 1250 Glanzstaub. Boah, da kann man sich überlegen, der sieht ganz nett aus, das überlege ich mir auf jeden Fall noch. Dann Braytech-Position, Geistposition für 1500 Glanzstaub hier an Kosten. Dann hier einmal gläserner Auftritt-Teleporteffekt hier einmal 450 Glanzstaub. Dann hier einmal Dunkelklingel-Effekte, sieht aber richtig blöd aus, wie ich finde. Dann hier das Beste vom Besten, hier einmal noch Teleport-Effekt, 450 Gunshop. Dann die Shader, fluchbeladenes Azur. Ja, lädt nicht. Dann hier einmal Riff Insignien. Lädt nicht. Dann hier einmal geschweißtes Messing. Lädt nicht. Und hier einmal Himmelsdom. Ah, er lädt. Ja, gut. Wie gesagt, wenn euch was davon gefällt, guckt euch das an. Aha. Wieso lädt das jetzt erst? Naja, gut. Wie gesagt, alle Shader kosten 300 Glanzstaub. Einige sind geil, einige nicht. Aber alles mitnehmen, wenn euch das gefällt, definitiv. So, Transmobile lädt das jetzt auch. Hey, ich probier's nochmal. Lass dir ruhig Zeit. Das will irgendwie nicht. Naja, egal. Wie gesagt, ne, Empfehlung auf jeden Fall hier, Waffenornament für Leviathanhauch hier. Dann den einen Shader auf jeden Fall. Den hier. Und der Rest ist dahingestellt, sagen wir es mal so. Ja, das war einmal das Erversum diese Woche. Dann nicht vergessen, wie gesagt, auch immer wieder bei Banshee vorbeischauen. Gibt es natürlich auch Waffen. Meistens sind es eben mal keine God Rolls. Wenn ja, da habt ihr vielleicht Glück. Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, guckt immer nach. Gibt es auch Waffen bei ihm, wie gesagt. Nimmt immer auch alle Beutezüge mit. Überall Beutezüge mitnehmen. Nimmt einfach überall, was, egal was ihr macht, nimmt Beutezüge mit. Egal, wo ihr spielt, wie ihr spielt. Weil ihr werdet wahrscheinlich irgendwann eh irgendwo landen, wo ihr die Beutezüge fertig kriegt. Wie gesagt, nimmt alle Beutezüge mit, die ihr mitnehmen könnt. Auch wenn ihr das... ist einfach dann über die App einzusacken, die Beutezüge. Ja, das ist einfach, müsst ihr überall nicht hinfliegen, sondern sackt die Beutezüge einfach, wie gesagt, hier, ich habe ja auch alles nebenbei laufen. Nimmt ihr einfach alle mit und holt die über die App. Easy peasy. So, hier gibt es noch die ganzen Waffen. Ja, was für gut ist und was nicht, ist dahingestellt. Wie gesagt, müsst ihr selber nochmal gucken. Ja, dann hier bei Ada One gibt es natürlich auch noch ein paar Sachen. Alter, ist mir viel zu warm hier, ganz, ganz klar. Also, Mann, ey. Ich muss da immer wieder aufhören. Das geht gar nicht. Kann ich überhaupt nicht ab. So.
gesagt, Ada One auch abfrühstücken, da die Beutezüge von ihr mitnehmen, damit ihr halt die Synthetik-Beweben-Ballen kriegt, damit ihr Ornamente freischalten könnt. Dann gibt es hier natürlich auch noch Shader, die ihr für 10.000 Glimmer kaufen könnt. Wie gesagt, die Beutezüge mitnehmen. Hier gibt es ja auch zum auch Sachen, die man hier vielleicht gebrauchen kann. Beim Jäger und Titan sind es natürlich andere Sachen. Hier Blattgold-Shader einmal für 10.000 Glimmer. Dann hier einmal Wirrost-Shader. Und hier einmal noch Toter Orbit-Tarnung hier einmal. Da gibt es einmal nur für Glimmer. Wenn ihr nicht viel Geld habt, also nicht viel Glanzstoff habt, dann Glimmer ist auch noch da. So, dann hier natürlich wichtig, dann auch trotzdem hier den Banshee bedienen mit Beutezügen und hier das hier auch fertig machen, weil das ist nicht mächtige Ausrüstung Stufe 2, sondern das ist nämlich Spitzenausrüstung. Das ist immer noch ein Bug, ist immer noch ein Fehler, wird falsch angezeigt. Das ist aber Spitzenausrüstung, das mal dazu. Dann haben wir hier natürlich auch die meisten Aktivitäten so allgemein. Ich muss mal gucken, was hier noch alles so aktiv ist. Da war ja noch irgendwas am Leuchten. Da muss ich auch nochmal hin irgendwann. Da haben wir hier einmal Ruin der Kriegsheere natürlich hier einmal mit Spitzenausrüstung. Wenn ihr die Spitzenausrüstung noch braucht, wie gesagt, ab 1990er Powerlevel braucht ihr Spitzenausrüstung. Aber das Powerlevel muss hier links stehen, ja, da wo bei mir 1992 steht. Nicht plus den Bonus, das zählt nicht ab 1090, ne? Nicht vergessen. Eingemacht ist nämlich immer falsch. So, dann war das schon mal. Neptun, da ist nichts weiter. So, hier wie gesagt, Spitzenreiter diese Woche. Wie gesagt, hier gibt es die Waffen als Meister. Hier gibt es sehr viele Modifiers drin und ziemlich viel aktiv. Der Spiegelkorridor natürlich ein bisschen ätzend, aber gibt es auch einen kleinen Trick am Ende. Da kann man sich in einigen Nischen verstecken. Ja, gibt es so einen Safe-Spot da so ungefähr. Ja, mal gucken, ob ich das spiele oder nicht. Kann ich eigentlich wieder den Spitzenreiter auswählen? Ne, der ist fest anscheinend. Ja gut, okay. Ja, dann hier Food Strikes, wie gesagt, hier gibt es natürlich dann auch noch hier den Booster, erhöhte Food-Rangpunkte, die Dämmung, wie gesagt, hier auch noch spielbar auf normaler Stufe, wenn ihr Bock habt. Hier droppen natürlich auch die seltsamen Münzen und so, dann haben wir noch Ansturm und hier einmal noch, also die Playlist davon. Dann nicht vergessen, auch immer hier Pfadfinder fertig machen, da gibt es auch Spitzenausrüstung, lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine Kombo aus Schmelztiegel, Gambit und Vorhut, wie gesagt, da müsst ihr die Sachen erledigen, die da dran stehen hier und euch dann hier vorkämpfen in den Baum und dann kriegt ihr zum Ende hin auf jeden Fall eine gute Belohnung und auch Glanzstaub. Deswegen immer fertig machen. Ja, Gambit ist selbsterklärend, einfach zocken und das war's. Schmelztiger haben wir diese Woche, wie gesagt, Rift müsst ihr ja machen, wie gesagt, Rumble haben wir aktiv, Doppelkonflikt, Countdown ist drin, dann Competitive, Kontrolle und hier mal Rift, wie gesagt, müsst ihr spielen Rift wegen der wöchentlichen Herausforderung, die ich vorhin vorgelesen habe, von Woche 4. Legenden haben wir natürlich auch wieder einiges aktiv. Gläserne Kammer mit allen Herausforderungen aktiv. Dann die Prophezeiung ist hier drin, ja, auch Spitzenausrüstung. Dann haben wir hier sonst gerade nichts weiter aktiv, dann haben wir auf Nessus, was haben wir da aktiv? Da ist irgendwas aktiv, ich finde es nur gerade nicht. Irgendwas ist aktiv. Ich sehe es nur nicht, keine Ahnung, was das ist. Naja, ist ja auch egal. Bei der Helm hier einmal haben wir hier wieder einmal Inflationsprogramm. Wie gesagt, wenn ihr hier auf Experte reingeht, lohnt sich auf jeden Fall. Habe ich heute Morgen mal ein paar Mal gespielt. Der Loot, der da droppt, ist sehr, sehr gut. Ihr kriegt sehr viele Tiefenblickwaffen, sehr viele. Also auf jeden Fall das hier so spielen. Die Modifiers natürlich immer angucken, darauf eingrooven auf die Modifiers. Lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es dann wie so auch hier wieder Spitzenrüstung zweimal zu holen. Einmal auf Normal durchlaufen, dann auf Experte durchlaufen. Ihr müsst es sowieso machen wegen der wöchentlichen Herausforderung auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, dann hier einmal anschwellender Chor, erster Akt, noch der Rest-Story-Kram von Failsafe. Da natürlich auch die ganzen Beutezüge mitnehmen, auch wichtig. Dann haben wir hier natürlich Enigma-Protokoll. Da müsst ihr natürlich auch noch rein. Da gibt es auch noch wieder Spitzenausrüstung. Und wie gesagt, alles mitnehmen, vor allem die Beutezüge. Ja, das ist auch immer sehr wichtig. Ja, Tor haben wir schon gezeigt. Helm waren wir ja schon. Das bleiche Herz, ja, natürlich. Hier können wir natürlich auch noch ein bisschen was leveln. Oh, wie kam... Ein stabiles Gefecht, ein stabiles... Da kamen einige Sachen gerade reingefluppt hier. Okay, was das alles ist, weiß ich gar nicht genau. Ich habe hier noch so viel zu tun. Hier Aufstieg muss ich noch spielen. Hier gibt es dann auch Spitzenrüstung, wenn ihr es abschließt. Die drei Sachen muss ich eh noch spielen, um Mikrokosmos zu kriegen. Das muss ich auch noch machen. Destiny Duell muss ich auch noch spielen. Wie gesagt, hier auch die Beutezüge mitnehmen, wenn es geht. Ah, ich habe überall was zu tun. Ihr auch. Wie gesagt, hier natürlich auch, wie gesagt, nicht vergessen, den Pfadfinder hier fertig machen. Ne? Das ist auch wichtig. Dann kriegt ihr auch hier wieder Spitzenausrüstung. Also, man hat viel zu spielen diese Woche auf jeden Fall. Und sonst, wie gesagt, den Raid, wie gesagt, nicht vergessen. Mal gucken, was diese Woche aktiv ist dann. Mal schauen hier. Ah, ne, Exzision muss ich auch noch spielen. Ja, super. Hat die schwarze wie gesagt, Großmeister gibt es jetzt hier einmal. Vergiss das nicht. Und das ist Panorama-Strecke-Herausforderung aktiv, alles klar. Das kann man noch extra da rein.
Ja, muss ich auch immer noch mal rein in den Raid, wenn ich Zeit habe und das nicht so warm ist in meinem Zimmer. Dann geht's. So, ich glaube, das war schon alles. Ich glaube, wenn ich was vergessen habe, sorry dafür. Die Rest kommt morgen. Wie gesagt, ist mir jetzt einfach hier zu warm. Kriege ich jetzt ein zu viel hier. Aktuell bin ich Season Rang 72, geht auch voran. Und ja, danke fürs Zusehen. Die Viel Spaß beim Adaptierung Zocken dieser diese neuen Woche und Technologie ist ein guten Loot, sag ich mal. komplexes Erlebnis. Und Ich verstehe Sie mal am Ball kaum, bleiben, aber ne? es fühlt sich Reingehauen. gut Und an, tschüss, danke mich für den einer Support. echten Herausforderung zu stellen.